Salut zusammen, wir sind jetzt einmal mehr wieder am Kochen. Normalerweise machen wir das einmal auf Reisen. Heute wollten wir eigentlich eine Wanderung machen, das Wetter hat nicht wirklich mitgespielt. Dann haben wir uns überlegt, tun wir doch etwas kochen. Uns heute auf dem Speiseplan steht eine Lasagne. Wir kochen die von A bis Z, also wir machen die Blätter selber. Jetzt machen wir Tomatensugo. Wir machen es nicht mit Hackfleisch, sondern mit Rindsschultern. Und schauen, wie das rauskommt. Wir haben zwei Helfer, die sind gerade am Tomaten schneiden. Das ist der Ivan und der Patrick. Frische Lorbeer kann ich euch nur empfehlen. Ist mega einfach als Gewürz. Du kannst auch wie im Basilikum oder Pfeffermünz. Du kannst nachher auch die Blätter trocknen und dann haltbar machen sozusagen. Aber wenn du eben so ein kleines Sträuchchen hast, hast du immer mehr als genug Lorbeer für alle möglichen Gerichte. Wir sind keine professionellen Köche. Trotzdem tun wir gerne essen. Und jetzt während der Covid-Zeit können wir sowieso nicht auswärts gehen. Und wir sind jetzt so ein bisschen am Improvisieren. Den Sugo machen wir aus. Natürlich Tomaten. Ich habe hier hinten gerade Zwiebeln angedünstet und Knoblauch. Ein paar Rüebli noch drin. Ich denke, das passt ungefähr zu einer Lasagne. Denn das Ziel ist eigentlich, dass man noch eine Rindschulter anbraten. Mit dem Sugo mischen, für 4 Stunden kochen lassen. Dass das Fleisch so richtig weich wird, dass es verdruckt werden kann. Dann machen wir die Lasagneblätter und tun grundsätzlich einfach unseren Fleisch-Sugo, den man auch super zu Teigwaren essen kann, by the way, tun wir dann drüber. Und dann machen wir Bechamel und that's it. Ist eigentlich relativ simpel. Ist ein bisschen aufwendig, aber mit so vielen Händen in der Küche ist es eigentlich relativ schnell gemacht. Wir haben jetzt gerade unseren Sugo für ca. 3 Stunden schon am Köcheln da hinten. Haben kurz püriert. Schmeckt so wie gut. Jetzt kommt das Fleisch dran. Wichtig einfach ist, ich habe jetzt eine Rindschulter gekauft. Ihr könnt grundsätzlich jedes Fleisch nehmen, das gut ist, zum Schmortöpf zu machen. Ich habe jetzt einfach mal 2,6 Kilo. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen zu viel Tomatensauce. Aber da sehen wir dann von Stück zu Stück. Wäscht es kurz ab, nimmt die Silberhaut weg. Und dann schneiden wir es in Stückchen, braten wir es kurz an mit Tomatensauce, respektive mit Zwiebeln und löschen es kurz mit Bratwein ab. Dann müssen wir es nochmal köcheln lassen für ein paar Stunden. Je länger, desto besser. Ihr könnt es wirklich nicht verkochen. Während jetzt der Ivan gerade hinten dran das Fleisch kurz anbratet, um es nachher einkochen, hat Patrick mal eine Flasche Wein aufgemacht. Die haben wir noch aus unserer Piemontreise vom Weingut in Lange. Und ist eigentlich ein super Nebbiolo. Den Namen hat er von Luigi, Herr vom Weingut, und seiner Frau, der Enya. Und wir geniessen natürlich einen Schluck italienischen Wein, um hoffentlich noch einen guten italienischen essen. Unser Teig ist jetzt schon eine Zeit im Kühlschrank. Eigentlich ready to go. Unser Tomatensugo hat gut ausgesehen. Das Fleisch ist am Köcheln seit 2 Stunden. Jetzt machen wir Teigwaren, respektive die Lasagneblätter. Wir sind jetzt mit der Wassermaschine auf Stufe 4, oder Ivan?
Vier. Genau. Haben wir jetzt die Lasagneblätter gemacht. Jetzt geht es darum, zum alles zusammenfügen. Wie ihr noch seht, vielleicht da hinten. Und der Kameramann kommt. Unser Tomatensugo mit dem Rindfleisch ist da schon schön eingekocht. Hat schönes Fleisch gegeben. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, um die Lasagneblätter in die Form zu bringen. Bechamel Butter. Bechamel tun wir noch nicht drauf, genau. Und that's it. Wir sind jetzt am diskutieren, ob ein Lasagneblatt zuerst kommt oder nicht. Ich glaube, da sind wir überstimmt worden vom Italiener, der meint, es kommt sicher zuerst ein Lasagneblatt am Boden. Wir machen jetzt auch gerade den letzten Teil der Lasagne fertig und ich muss sagen, es sieht einmal phänomenal aus, es schmeckt super, weil wir kein Hackfleisch nehmen, sondern Rindsuft. Die ist während dem Kochen wie verkeilt und faserig geworden, wie wenn du Pulled Beef oder Pulled Pork würdest machen. Es sieht super aus, jetzt haben wir es gerade in den Ofen geschoben, eine halbe Stunde noch warten und dann dann sehen wir, wie das Endresultat rausgekommen ist. Wenn es einigermaßen gut geworden ist, werde ich sicher ein Rezept, das wir heute gemacht haben, auch wenn wir ein bisschen improvisiert haben, noch schreiben. Und dann könnt ihr das auch mal probieren nachkochen. Geschafft, nochmal 35 Minuten im Ofen bei 200 Grad und das Resultat rein optisch sieht sehr gut aus. Wir hoffen, es schmeckt so gut, wie es aussieht. Wir haben jetzt mega Hunger und einen schönen Wein aus dem Piemont offen und hoffen, dass das ein Stückchen gut rauskommt. Ich hoffe, ihr kocht auch mal eine Lasagne, weil es macht sehr viel Spass. Und wir wünschen